en tårar, mig bedårar. Säg, vad betyder väl det? Vart jag tittar, jag blott hittar människor som skrattar och ler. Allt som ett under för mig står, jag skönde himlen når. Det sker blott en gång och aldrig mera. Det är för djupt att vara sann. Från himlen föll den och jag höll den. Min lyckas gyllene lyckos land. Det sker blott en gång. Ja, wir sitzen jetzt hier mit Defni Schneider. Defni Schneider, das ist ein Künstler und ein Darsteller. Aber am besten stellen Sie sich doch mal selber vor, Herr Schmidt. Ja, also mein Name ist Defni Schmidt. Ich bin anerkannter Künstler in mehreren Bereichen. Auch in der Psychologieanalyse bin ich tätig und mache auch noch Musik und bin Buchautor. Hallo. Ja, Herr Schmidt, vielleicht können Sie mal ein bisschen was zu Ihren Tätigkeiten als Autor sagen. Das interessiert die Leute ja auch. Ich habe ein sehr gutes Werk verfasst, einen Bestseller, wie man so schön sagt. Psychologie für Anfänger und Gestörte, die es noch werden wollen. Sehr erfolgreich, sehr anerkannt in der Szene. Herr Schmidt, ja, richtig. Richtig. Viele fragen sich ja immer, auch in intellektuellen Kreisen, wie es sein kann, dass jemand so wie Sie, also so erfolgreich, auch wirklich eine Koryphäe auf all diesen Bereichen und ihr optisches Erscheinungsbild wirkt auf manche Leute verstörend. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Ja, also. Ich verstehe, was Sie meinen, aber das ist einfach nur ein Ausdruck meiner selbst. Und ich möchte auch damit demonstrieren, dass es auch anders geht und man nicht auf dem Mainstream, wie man so schön sagt, dieser Welle mitschwimmen muss. Ne? Also es geht um Individualität. Ganz genau, das ist mein Markenzeichen. Ja. Aber zum Beispiel der Fahrradhelm, also, was hat es damit auf sich? Ich hatte einen schweren Fahrradunfall vor circa 2 Jahren und da musste ich von meinen Ärzten verschrieben, diesen Helm tragen. Entschuldigung. Das war ein Ticker. Ich habe es gerade bemerkt. Entschuldigung. Dafür entschuldige ich mich. Das macht gar nichts. Verzeihung. Sie neigen dazu, Kleidung verkehrt herum zu tragen. Ist das ein Statement auch an das Establishment, an die heutige Zeit, an den Zeitgeist? Ist das Ihr Zeitgeist? Ich finde, man muss sich immer alles gerade machen, geradeaus. Man muss auch mal über den Tellerrand hinausschauen und kann einfach auch mal rückwärts denken. Sie sind ja von Beruf eigentlich Postbote. Das wissen nicht viele. Bin ich das? Okay. Ist nicht sehr bekannt in der Szene, aber in den Kreisen, in den intellektuellen Kreisen, in Literaturkreisen wird häufig von Ihrem alten Leben berichtet als Briefträger. Ach so, das weiß ich. Ja, ich war Briefträger, ich war Brieftaube, kann man sagen, auch und habe dementsprechend auch mein ganzes Wissen angeeignet, indem ich die Briefe fremder Leute
wenn ich das, es ist verjährt, hier sagen darf, gelesen habe oder auch inhaliert habe. Das ist wohl wahr. Ich schäme mich nicht dafür. Nein. Nein, ich schäme. Ich schäme mich nicht. Nein, nicht dafür. Sie haben da das Gesetz gebrochen damals, zu der Zeit. Aus heutiger Sicht, ist das für Sie ein Zeichen von Kunst oder ein Ausdruck der Ihrer Selbstverwirklichung? Ich wollte einfach, Sie haben vollkommen recht, ein Zeichen von Kunst, aber auch ein Zeichen setzen. ich wollte gegen das System arbeiten, wie viele der neuen Generation, und wollte einfach auch Flagge bekennen, so nicht. Nicht mit mir, nicht mit uns, nicht mit diesen Kreisen, in denen ich verfahre oder auch befahre oder auch gefahre. Also das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Also auch was Sie diesen Aspekt ansprechen. Viele halten Sie ja auch für einen exzentrischen... Exzentrisch. Alleingänger. Ach so. In den Kreisen, in den intellektuellen Kreisen gelten Sie als schwierig. Schwierig, ja. Vielleicht können Sie dazu mal Stellung nehmen. Ja, Herr Schmidt, Herr Schneider. War das jetzt schwierig, frage ich mich. War das schwierig? Ja. Oder das ist, hier? Ja. Ja, das ist. Oder das könnte. Kann nicht mehr. Brich das Interview ab. Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit Daphne Schmidt hier bei 10 Folgen.